Bitcoin fällt unter die 40.000-Dollar-Marke, weshalb wir uns heute anschauen, auf was man sich daher nun einstellen kann. Könnten wir nochmal auf 30.000 Dollar fallen? Was sind die wichtigsten Niveaus, die man jetzt im Auge behalten sollte? Und so weiter. Außerdem habe ich euch noch sehr spannende Neuigkeiten zu Ethereum, Elon Musk, dem Metaverse und wie immer noch viele mehr mitgebracht. Für die Leute, die nicht wissen, wer ich bin, mein Name ist Sami und ich bringe euch hier jeden Tag die aktuellsten und spannendsten News im Kryptomarkt in wenigen Minuten. Mit dem obersten Link in meiner Beschreibung könnt ihr auch noch die ersten 1.000 Euro auf Bitvavo komplett gebührenfrei handeln. Bitvavo ist eine der billigsten und vor allem sichersten Exchanges in unserem Markt. Falls ihr also Lust habt, auf Bitvavos Angebot von über 160 Kryptos zuzugreifen und die ersten 1.000 Euro dort komplett gebührenfrei handeln wollt, dann checkt wie gesagt den obersten Link in meiner Beschreibung ab. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Wir fangen direkt auf dem BTC-Chart an. Gestern haben wir schon unseren Support bei 42.000 Dollar verloren und jetzt erstmal auch den bei 40.000 Dollar. Was mir in dieser Abwärtsbewegung aber am wichtigsten war, und das wissen meine Zuschauer auch, ist, dass unsere steigende Trendlinie hier in Orange hält und genau dort befinden wir uns aktuell. Natürlich kann man diese Linie immer ein ganz kleines bisschen anders einzeichnen, aber ich würde sagen, dass wir diesen Support noch nicht verloren haben. Es ist aber auf jeden Fall knapp. In den nächsten paar Stunden werden wir wahrscheinlich wissen, ob die Trendlinie gehalten hat oder eben nicht. Falls ja, dann gibt es wirklich noch keinen Grund zur Sorge. Wir bilden weiterhin Higher Lows und die Struktur wäre auch weiterhin kurzfristig bullish. Wenn wir diesen Trend jedoch nicht halten können, dann sieht es kurzfristig leider erstmal bärisch aus. Dann sollte man sich auf einen Retest der 37.500 Dollar Marke oder sogar der 35.000 Dollar Marke gefasst machen. Einen Dip auf 30.000 Dollar halte ich erstmal weiterhin für eher unwahrscheinlich, aber möglich ist es auf jeden Fall noch. Das ist nämlich auch nur noch 22% vom aktuellen Preis entfernt. Bei 30.000 Dollar wäre für mich auch der Punkt gekommen, an dem ich nochmal ordentlich nachkaufen und einen größeren Teil meiner restlichen Kaufkraft einsetzen würde. Es bleibt jetzt aber auf jeden Fall erstmal extrem spannend. Die Kursprognose des BitMEX-CEOs Arthur Hayes ist zum Beispiel, dass bis Juni nochmal starke Verluste kommen werden und Bitcoin hier auf 30.000 Dollar und Ethereum auf 2.500 Dollar fallen könnte. Und dann haben wir jetzt aber noch ein paar interessante News. Epic Games, die Firma hinter Fortnite und der weit verbreiteten Unreal Engine, gab heute bekannt, dass sie 2 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat. Mit in Anführungsstrichen Ambition, das Metaverse aufzubauen. An der Finanzierungsrunde beteiligte sich einmal die Sony Group Corporation und dann Kirkby, die Holdinggesellschaft hinter der Lego Group. Zu dritt wollen sie jetzt ihre Expertise und ihre technischen Kapazitäten nutzen, um die Zukunft des Entertainments und des Gamings neu zu definieren mit einem brandneuen Metaverse. Wenn wir hier im Crypto-Space das Wort Metaverse hören, dann denken wir meistens an ein Blockchain-basiertes Netzwerk, wo alle Ingame-Items NFTs sind, es virtuelles Land gibt und was halt alles dazukommt. Für die großen Technologie- und Gaming-Unternehmen ist das aber meistens nicht wirklich der Fall, weshalb noch unklar ist, ob Krypto, Blockchain und NFTs wirklich in Epic Games Metaverse überhaupt eine Rolle spielen werden. So oder so wird es aber auf jeden Fall keine kleine Sache sein, die Epic Games da auf die Beine stellt. Des Weiteren verbucht Ethereum einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Umstellung auf Proof of Stake. Die Ethereum-Entwickler haben gestern nämlich die allererste sogenannte Shadow Fork des Netzwerks implementiert. Bei der Shadow Fork handelt es sich um eine Art Spiegelbild des Mainnets, in dem Entwickler und User jetzt unter realen Bedingungen Sachen wie den Betrieb ihrer Nodes, das Bereitstellen von Smart Contracts und so weiter simulieren können und natürlich alles schon auf Proof of Stake. Einer der Developer der Ethereum Foundation schrieb gestern, wir stehen kurz vor einem historischen Ereignis, wir testen Proof of Stake auf Ethereum. Heute wird die erste Mainnet Shadow Fork aller Zeiten stattfinden. Mit dem geplanten Start im Juni rückt der Ethereum Merge nun immer und immer näher und bis dahin wird weiterhin fleißig getestet und optimiert. Der Merge ist ohne Frage das meist antizipierte Event im gesamten Crypto-Space und hier bin ich mehr als nur gespannt, wie reibungslos oder nicht reibungslos der Wechsel auf Proof of Stake stattfinden wird. Nach wirklich mehreren Jahren in der Entwicklung bin ich aber auf jeden Fall optimistisch. Dann lehnt Elon Musk, der ja jetzt der größte einzelne Shareholder von Twitter ist, die Mitgliedschaft im Vorstand von Twitter ab. Elon Musk sagte nicht genau warum, aber der CEO von Twitter Parag Agrawal schrieb, Zitat, ich glaube, das ist das Beste. Wir haben und werden immer den Input unserer Aktionäre schätzen, unabhängig davon, ob sie unserem Vorstand angehören oder nicht. Elon ist unser größter Shareholder und wir bleiben offen für seine Beiträge. Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso Elon Musk jetzt doch nicht dem Vorstand beitritt, obwohl er ja so viel an Twitter verändern wollte. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass der reichste Mensch der Welt unvorhersehbare Sachen macht. Und zu guter Letzt hat Coinbase jetzt angekündigt, dass sie eine dreiteilige Serie animierter Kurzfilme entwickeln werden, die auf dem NFT-Projekt Bored Ape Yacht Club basiert. Holder der Bored Apes können Coinbase nun auch für eine potenzielle Aufnahme in der Serie anfragen. So, und damit war es das auch schon für heute. Wir sehen uns morgen wieder.